Im Hintergrund seht ihr von mir wieder ein Call of Duty Modern Warfare 3 Gameplay auf der Karte Team Deathmatch. Hey Freunde, was geht? Matt Joker wieder hier am Start mit einem neuen Video. Wie steht's? Wie ihr das schon wieder erkannt habt, natürlich ein gutes altes Modern Warfare 3 Gameplay. Auf der Karte Hardhead Team Deathmatch natürlich der Modus. Und ich spiele hier mit der MP7 Schalldämpfer und weitete Magazine plus das gute C4 und die Blendgranaten dürfen natürlich nicht fehlen. Wie ihr schon gesehen habt, schon richtig geiler Fail am Anfang. Meine Perks außerdem sind blinde Überwacher, Visier und Todesstille und meine Streaks, Fingerfertigkeit, Schnellziehen und Plünderer. Erstmal ein fettes, richtig geiles und deftiges Dankeschön für die Leute, die unter meine Videos geschrieben haben. Danke für die geile Kritik, ob sie auch negativ oder positiv war. Kritik ist einfach das Wichtigste am Anfang, damit man sich ein bisschen orientieren kann, wo es lang gehen soll oder wie man, ob man da überhaupt noch sich mit identifizieren kann, was die anderen Leute überhaupt von einem wollen. Aber ich muss sagen, bis jetzt eigentlich nur Positives bekommen. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal weiterhin so und in diesem Punkt erstmal ein richtig fettes Dankeschön. Und zwar geht es darum eigentlich heute, legt mir so ein Thema auf die Seele. Ich glaube, es brennt auch vielen auf die Seele. Diese verdammten Hacker, Cheater, Modder oder sonst was auch immer, was sie da alles veranstalten, gehen ja tierisch ein auf den Sack. Zum Beispiel MW3. Ich bringe das am liebsten, weil es einfach mein Lieblings-COD-Spiel ist. Ja? Nach MW2 auf jeden Fall. Das ist mein liebstes COD-Spiel. Und ja, da zerstören die einfach. Eiskalt, man regt sich einfach nur noch über die Pisse auf. Vor allem sind es meistens die ganzen Pissblagen, die ein verdammtes Scheiß... Boah, ich könnte schon wieder ausrasten. Ich bleib natürlich förmlich. Die natürlich ihr Taschengeld ausgeben für was Sinnvolles. Natürlich. Um für 10 oder 20 Euro sich einen Mod zu kaufen. Bei irgendeinem Deppen, der sich da eigentlich mit richtig strafbar macht, sein letztes Taschengeld auszugeben und damit andere Leute zu nerven und zu zeigen, wie cool sie doch sind. Aber Leute, merkt ihr auch, je mehr Leute es machen, desto weniger sind nur noch Leute online, wo ihr es dann ausnutzen könnt? Schon mal drüber nachgedacht? Natürlich nicht, ne, ihr Drecksblagen. Ihr geht mir nämlich tierisch auf den Sack. Letztes Mal GTA gezockt mit Kollegen. Was ist da los? Kommt da erstmal ein Hacker mit seinem Auto da angeflogen? Und ja, erstmal am Anfang noch gar nicht gemerkt, dass er eigentlich ein Hacker ist. Hab ihn dann umgebracht, weil er uns auf den Sack ging, weil er sich nicht verpissen wollte. Ja, dann macht er natürlich im God-Mode an, ne? Also, man konnte auf den rumschießen, wie man wollte, ist nichts passiert, alles klar, killt er uns, alles klar, wir sagen alles. Dann gehen wir einfach in, wie heißt das, Passivmodus, genau, in den Passivmodus. Ja, hat wohl nichts gemacht, hat uns trotzdem am Down getötet. Nur eine Stelle fand ich richtig lustig, muss ich sagen. Der hat sich dann natürlich so alle Klamotten von Leib gezogen, also hat er sich einen Mod oder Cheat oder sonst was eingegeben und dann war er auf jeden Fall splitterfasernackt und hat den Kollegen erstmal schön sein Anus gedehnt. Ich musste so lachen. Ich finde das richtig geil. Das war einfach das Wichtigste von allen von den Sachen, sonst ging der mir nur auf den Piss. Schade, dass mein Elgato da nicht funktioniert hat. Habt ihr wahrscheinlich die falsche Elgato geholt. Irgendwie funktioniert die HD60 bei der PS3 nicht, obwohl ich einen HDMI-Splitter und sowas alles dabei habe. Irgendwie nimmt er die auf jeden Fall nicht richtig an. Auf jeden Fall war es aber mega lustig. Aber sonst ging er uns weiterhin auf den Sack. Er hat die Kohle mir aus der Tasche gezogen die ganze Zeit. Und stellt mal vor, ihr gebt wirklich echtes Geld aus, um ein paar GTA-Dollar zu kriegen, ja, damit ihr schneller vorankommt, ob ihr euch sonst was kaufen könnt. Und dann kommt so ein Pisser, ein Hacker und klaut dir das ganze Geld, was du mit Echtgeld bezahlt hast. Natürlich, wenn du das mit einem Job oder sowas verdient hast, ist ja kein Thema, dann ist das nicht so schlimm, trotzdem ärgerlich. Aber es ist doch noch viel extremer, wenn dir dein Echtgeld klaut. Das muss man sich mal in den Kopf gehen lassen. Und ich kann das einfach nicht verstehen, dass PSN die oder sonst wer, diese Entwickler davon, einfach nichts dagegen unternehmen. Ich habe mal hier so einen Ausschnitt, Zeitungsartikel gelesen, na Zeitung, gut, ne, Internetartikel natürlich. Sony droht den Hacker mit lebenslanger Sperre. Wisst ihr, wann das war? Am 15. November 2012. Seitdem ist nie wieder was passiert. Es gibt noch mehr Hacker als zuvor und das regt mich tierisch auf. Nur, das lohnt sich doch gar kein Spiel mehr für die PS3 zu kaufen. Das ist, glaube ich, auch deren Taktik. Dass wir auf eine PS4 umrüsten und uns da die ganzen Spiele kaufen. Nur nicht jeder hat das Geld dafür, sage ich mal, ne?
Also, die sollen sich mal echt überdenken, wie sie ihre Kunden eigentlich behandeln. Die sollten sich mal ganz schnell was einfallen lassen. Und ich wäre dafür, dass man nicht die E-Mail-Adresse dann sperrt lebenslang, sondern die IP-Adresse oder die IP-Adresse von dem Gerät. Einfach sperren. Einfach sperren, lebenslang. Dann wird sich ein Pissblach von 12 Jahren sich noch dreimal überlegen, ob der nochmal Mod rausholt oder sonst was. Oder cheatet oder sonst was, wenn er merkt, dass er nie wieder mit seiner PlayStation 3 oder PlayStation 4 oder sonst welche Konsolen wieder auf den Server zugreifen kann. Das finde ich genial. So müssen die durchgreifen und nicht anders. Naja, auf jeden Fall genug sich aufgeregt. Hier habe ich auch endlich mal eine Mob geschafft. Nach 3 Jahren habe ich endlich mal eine Mob geschafft. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Hat mich auf jeden Fall tierisch darüber gefreut. Natürlich auch Kollegen direkt angerufen und denen da Bescheid gesagt. Fand ich auf jeden Fall richtig lustig mit meinem Aim. Auch sehr viel Glück gehabt. Ich hoffe, euch hat das Video im Hintergrund gefallen und habt mein Geschrei nicht so extrem anhören müssen. Ich bedanke mich, ne? Haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.